herzlich willkommen zurück zum Weeks Gaming Channel zu einem weiteren Video. Mein Name ist Jan aka Smiley und ich darf euch ganz herzlich hier zu begrüßen, Freunde. Und heute gibt es mal wieder ein Thema, aus eigener Erfahrung labern kann. Und das Ganze werdet ihr höchstwahrscheinlich auch schon im Titel gelesen haben. Also heute so ein kleines Tipps and Tricks Video, sage ich mal. Und zwar möchte ich euch den Tipp geben oder einige Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr, wenn ihr beispielsweise keine Motivation mehr für COD habt, aus unterschiedlichsten Gründen, wie ihr wieder Motivation sammeln könnt. Ja, das habe ich auch geschafft. So ein bisschen. Und ich habe mir einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, beziehungsweise ausgedacht, die mir persönlich dabei ganz besonders geholfen haben. Und ich würde sagen, ich fasel gar nicht lang drum herum, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit den möglichen Tipps, die vielleicht auch euch helfen, wieder Bock auf COD zu bekommen. Jetzt gerade, wo das neue COD dann demnächst irgendwann ansteht. Erstens. Nachjoin. Was spielen wir denn heute mal hier so? Also irgendwie habe ich habe ja irgendwie Bock auf, ich habe Bock auf Herrschaft. Da muss man ganz ehrlich sagen. Geil, kann nachjoinen. Hab jetzt richtig Bock auf COD, da muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist ein geiles Spiel. Ich glaube, ich werde jetzt wieder 5 Stunden am Tag COD spielen. Da habe ich richtig Bock habe ich da drauf. Ja, da ist ja auch gut, so, dass wir vorne liegen. So, ich meine, da habe ich ja auch nichts zu tun. So, ne, guck mal hier. Guck mal einfach mal ganz easy hier durch die Map laufen. Guck mal hier. Das läuft. Nachjoinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich Lust drauf. Na, okay, gut. Ein Versuch hebe ich den ganzen noch hier. Also, ich glaube, versuchen wir nochmal Herrschaft hier. Da habe ich irgendwie. Jawoll, Alter, Nachjoin, da habe ich ja richtig Lust drauf wieder mal. Hijack, das ist meine Map. Also wenn ich hier nicht nachjoinen würde, du, dann würde ich das Spiel ja nicht mehr spielen. Aber ey, mit diesem Nachjoin ist ja auch gut, dass wir wieder nicht zurückliegen hier, doch. Das ist ja ein Träumchen, ein Päumchen. Oh, ja! Ich bin einfach ein krasser Banger, so, weißt du, da kannst du nichts machen. Ey, wenn ich nachjoinen kann... Zweitens. Kiddies in einer Lobby treffen. Guten Tag, Freunde. Drittens. Deine Hassmap spielen. Das ist meine Lieblingsmap. Du, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du, Carrier ist eine Map, wo ich mir wirklich selber sage, Junge, das ist ein geiles Spiel, doch. Da hast du jetzt Lust drauf. Carrier, ey. Oh. Eine Traummap ist das. Ich hasse die Map so. Deswegen macht die einfach Laune. Eine Hassmap doch. Geil! Einfach geil. Carrier. Einfach Carrier. Meine, hier kannst du auch nicht sterben. Mann, die Map ist ja auch nicht groß, gell? Oh ja, was ist denn hier passiert doch? Na, guck mal. Und da kommen gleich die Gegner von überall. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist ein geiles Spiel, ist das. Komm her, hab ich Lust drauf. Viertens, gegen Tryharder spielen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, du, ne? Also ich meine, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, aber wenn ich bei sowas nachjoine und dann gegen krasse Leute spielen kann, dann hab ich da Lust drauf. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, doch. Tryharder everywhere. Tryharder everywhere. Das sind Tryharders, Junge. Geil! Also wenn die Tryharder, wenn es die nicht geben würde, Junge, ich würde das Spiel gar nicht mehr spielen. Aber so muss ich ja ehrlich sagen, hab ich da Lust drauf! So, Freunde, ich glaube, ihr wisst jetzt ganz genau, was ich meine. Und ich habe eine kleine Bitte an euch. Schreibt am besten mal in die Kommentare, ob es auch so Dinge bei euch gibt, die jetzt nicht die 4 Dinge, die ich angesprochen habe, sondern noch andere Dinge, die euch teilweise denken lassen, wenn ihr COD zockt. Warum spiele ich dieses Spiel eigentlich noch? Warum sollte ich dieses Spiel generell so regelmäßig spielen, wenn die ganze Zeit so eine Scheiße passiert? Ich kenne das beispielsweise auch von FIFA, dass da teilweise Sachen passieren, wo ich mir denke, warum zocke ich das? Und 10 Minuten später erwische ich mich dann halt wieder bei diesem Spiel. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich habe echt tatsächlich ziemlich Bock, ein bisschen mehr über dieses Thema quasi zu machen, ein paar mehr Folgen davon, in dieser Satire quasi, weil mir hat das tatsächlich ziemlich viel Laune gemacht, einfach so ein bisschen rumzukrakehlen und dabei auch noch ein Video zu produzieren. Das ist natürlich Top from the Egg, the Yellow from the Egg, ja. Okay, das Niveau, das lassen wir dann mal am besten bei COD. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach ein paar Momente in die Kommentare, die in diesem Video nicht genannt wurden. Und dann gucke ich mal, dass ich fürs nächste Mal vielleicht auch wieder so ein bisschen was vorbereite. Ansonsten gibt es von mir eigentlich nichts zu sagen. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und ein Abo für den UX Gaming Channel. Und guckt, falls ihr Bock habt, bei mir vorbei und beim Gameplayer-Spieler natürlich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Sonntag und eine schöne Woche. Und bis dahin, haut rein und keep smile.